Susi, wie gefällt dir Ungarn? Ich denke, da werden wir in diesem Video einfach mal genauer drüber berichten, wie Ungarn so ist, wie die Leute hier so sind, wie die Natur so ist und welche schöne Bauwerke und Wohnhäuser dieses Land hier zu bieten hat. Jawohl. Willkommen zu einer neuen Folge hier bei Raw Future. Ja, Raw Future, was heißt das eigentlich? Rohe Zukunft, klar, da steckt das Wort Roh und Zukunft drin. Es geht also um unsere Zukunft und es geht um die rohe Zukunft. Jetzt werden viele von euch denken, na klar, es geht um Rohkost und sicherlich, es gibt hier viele Rezepte auf dem Kanal, die sich um die vegane Rohkost drehen. Rohkost ist also ein wichtiges Thema, aber was viele nicht wissen, eigentlich steckt hinter dem Wort Roh nach meiner Auffassung und als ich eben dem Kanal den Namen gegeben habe, auch was anderes. Nämlich beschreibt es unsere komplette Zukunft, wie wir leben. Back to the roots, zum ursprünglichen Leben. Ne? Also man könnte es auch vielleicht ursprüngliche Zukunft nennen. Ne? Also es ist irgendwie Vergangenheit und Zukunft ist in einem. Und das ist ein spannendes Thema und das soll auch das Thema der nächsten zwei Teile, also dieses Teils und des kommenden Teils sein. Es wird also einen Zweiteiler geben und da wird es um das Thema Auswandern und Ungarn gehen. Ja. Wo man das natürlich auch auf andere Länder ziehen könnte. Mhm. Aber ich denke gerade in Ungarn, ja, da fällt mir das so ein, dass die Leute ja, einfach sehr ursprünglich und natürlich leben. Mhm. Verglichen jetzt zum Beispiel mit Deutschland. Wir waren ja vor ein paar Wochen in unserem kleinen Städtchen unterwegs, ja. Eigentlich ein kleines Dorf im Bergischen Land, wenn man so will. Und dann hatte ich da folgende Werbung gesehen, ein großes Plakat, dann stand da Smart Home, Build Your Smart Home oder sowas stand drauf. Was ist das? Das besteht eigentlich daraus, dass man sehr viele technische Geräte in sein Haus integrieren kann, die viele Arbeiten für einen übernehmen sollen. Das kann man alles irgendwie per Smartphone oder andere Geräte, Tablet steuern. Das nimmt einem praktisch alles ab. Man wird natürlich immer bequemer. Das ist die Frage, ob das natürlich gut ist. Und das wollen wir in unseren Videos ja beleuchten. Ne? Also ja, also diese ganzen Geräte kommunizieren miteinander über Funk. Die senden Daten. Ne? Das ist erstmal auch schon nicht gesund wegen Elektrosmog. Aber was viel schlimmer ist, wenn ich so überlege, ich möchte eigentlich nicht, dass meine Rollladen zu einer bestimmten Zeit hochfahren, dass sich die Badewanne vollautomatisch mit Badewasser füllt oder dass mein Kühlschrank anfängt mit mir zu reden. Ich möchte nicht mein Leben von Robotern bestimmen lassen, von Computern. Ne? Ja. Ich möchte kein fremdgesteuertes, sondern ich möchte ein selbstständiges Leben führen. Also ich möchte ein selbstbestimmtes Leben führen und selber entscheiden, wann ich aufstehe, wann ich was mache. Und da ist eben jetzt Ungarn von der Tendenz ein Land, wo uns wirklich auffällt, dass die Leute, die hier leben, sehr ursprünglich leben, so zumindest wie unsere hier, Großeltern und Urgroßeltern. Ne? Also hier gibt es nicht so viele Großstädte, das ist uns auch aufgefallen. Ich meine, klar gibt es Budapest und so, da waren wir jetzt praktisch noch nicht. Aber so um den Balaton rum oder südlicher, nördlicher, auch zur Grenze hin gibt es mehr so kleinere Dörfchen. Ne? Ja. Also da ist man auch, nur ist man durchgefahren, es gibt eine Hauptstraße, rechts und links diese kleinen Häuschen. Die leben alle ursprünglich, da hat jeder seine Obstbäume drauf, wenigstens einen Walnussbaum auf dem Grundstück. Die heizen größtenteils noch mit Holz und haben ihren eigenen Brunnen für die Wasserversorgung, was natürlich auch positiv ist. Man muss hier sagen, wir sind jetzt gerade in dem Schloss von Kestey. Wir sind in so einem Uhrenzimmer, ne? Ja. Und ich glaube, das passt echt gut, weil hier ticken wirklich die Uhren, finde ich, noch anders. Ja. Also so wie es eigentlich früher, wie ich es auch noch kenne von meinen Großeltern. Genau, also wir hatten ja viel mit Maklern zu tun, weil wir uns eben viele Häuser und Grundstücke angucken. Und ich habe jetzt noch die Worte gestern vom Makler im Ohr, dass er meint, er hatte zwei Herzinfarkte in Deutschland und ist vor 16 Jahren dann eben hier nach Ungarn gezogen. Und seitdem ist er gesundheitlich auf dem besten Weg. Es geht ihm hier viel besser. Es ist einfach ein ganz anderes Leben, nicht so diese stressige. Genau, weniger Hektik. Also man merkt es auch, die Mentalität hier in Ungarn ist gemütlicher. Hm. Auch wenn man manchmal so denkt als Deutscher, oh, komm jetzt mach hin, so gerade an der Kasse, ne? So jetzt flott. Aber
Die sind einfach so entschleunigter als wir, gelassener. Ja, also ich denke, es gibt da bestimmt auch noch andere Länder, aber in Ungarn ist eben positiv, es gibt hier keine wirkliche totale Armut, also dass man viele Obdachlose sieht. Mhm. Klar sind die Leute hier nicht sonderlich reich und es ist tatsächlich irgendwo auch ein einfacheres Leben, aber jeder hat hier sein Dach über dem Kopf und hat wirklich ein eigenes Haus und ein großes Grundstück. Und ich finde, das ist Luxus, das ist toll, das ist Wohlstand, ein eigenes Grundstück zu haben und ein Haus, mit dem man so viel anstellen kann. Selbst die Zigeuner hier haben ihr eigenes Haus. Ich meine, viele klar, sind wirklich hier in einem auch, keinen guten Zustand. Aber Stellen, wo ein bisschen mehr Armut herrscht, aber im Großen und Ganzen würde ich jetzt Ungarn nicht als arm bezeichnen, sondern eben als sehr reiches Land, weil die noch was haben. Die haben auch ihre eigene Kultur, das Land hat so viel zu bieten, so eine schöne Natur. Und da wollen wir eben jetzt in diesem Zweiteiler mit euch sprechen. Mhm. Wir sind nämlich jetzt auch das zweite Mal in Ungarn. Wir waren ja vor einem Monat schon hier gewesen, haben uns viele Häuser angeguckt. Wir haben uns gestern noch einiges angeguckt. Wir haben jetzt 40 Häuser mit großen Grundstücken uns angeschaut. Also da ist so viel Tolles dabei und werden euch jetzt hier nochmal im Detail in den nächsten, wird bestimmt wieder eine Stunde beide Teile zusammen, wie ich uns kenne, werden wir euch berichten, was es für Vorteile gibt in Ungarn, gerade im Hinblick darauf, wenn man dahin auswandern will oder als Ferien- oder Zweitwohnsitz, was wir eben planen. Ne? Da müssen wir eben mal schauen, aber wir planen auf jeden Fall, unser künftiges Zuhause mehr ins Ausland zu verlegen. Ja. Und das hat mehrere Gründe. Mhm. Ja, und ich denke, viele Informationen und viel Erfahrung. Viel Gesprächsstoff. Ja, was wir gesammelt haben. Aber spontan und vegan wäre ja nicht spontan und vegan, wenn das Ganze nicht mit einer Odyssee begonnen hätte. Ja? Wir sind ja hier vor einem Monat schon hingefahren mit dem Auto und was da alles passiert ist auf dem Weg und wie wir hier überhaupt angekommen sind in Ungarn, das erfahrt ihr jetzt. Film ab. Ja. Sind wir wieder unterwegs. Diesmal geht es in den Osten, ja, Richtung Ungarn, Slowenien, bis nach Kroatien, über Österreich. Und jetzt fahren wir erstmal über Mainz in den Süden von Deutschland. Total am Regnen, also vom Wetter kann es eigentlich nur besser werden. So, wir haben kurz Pause gemacht hier in Nürnberg bei einem Bioladen und jetzt geht's weiter Richtung Süden. Republik Österreich. Juhu. Ja, ist eigentlich ein bisschen weniger vom Regen geworden, weil wir suchen einen Schlafplatz. War sehr spontan, aber irgendwo hier in der Natur werden wir wohl was finden. Ja, wir haben jetzt schon 11:30 fast und sind seit einem halben Tag, seit fast 5 Stunden unterwegs jetzt. Und es ist wirklich nur am Regen den ganzen Tag. Prasselt hier runter und so kann man auch kein Zelt aufbauen. Hier ist schon Budapest ausgeschildert. Wir sind fast am Ziel. Ja, wir sind hier in Wien. Also wir sind hier ungefähr in Wien, aber noch hier eher ländliche Region, etwas südlich von Wien. Das heißt, wir werden jetzt hier irgendwie mal gucken, dass wir, auch wenn es regnet, unser Zelt aufbauen. Vielleicht wird es gleich besser. Und vielleicht können wir dann morgen noch durch Wien nach Ungarn fahren. Da können wir auch kein Zelt aufbauen. Wirklich, hier sind Pfützen. Gut. Damit wären wir jetzt in Ungarn. Ohne einen einzigen Forint in der Tasche, ne? Ha. Dafür wird Grenzkontrolle. Ja. So, im Auto ein bisschen geschlafen, 3 Stündchen oder 2,5 oder sowas und jetzt ist es gerade hell geworden. Wir haben ziemlich genau 8 Uhr und schau mal, was wir hier gefunden haben. Unseren lieblingskommerziellen Laden, Geschäft. Nein, es ist nicht dieses, sondern, ich hoffe man sieht's, ja, da ist tatsächlich ein DM. Ich hätte nicht gedacht, dass es in Ungarn DM gibt. Also schauen, ob die auch Euro annehmen. Wir sind ja nicht weit von der Grenze entfernt. Gerade auf.
Also in Ungarn kann man schon mal Bio einkaufen, ja, wie man es kennt aus Deutschland. Und wir haben gefragt, wir dürfen auch in Euro bezahlen. Ja, wir haben jetzt hier einen Apfelsaft gekauft und wir konnten mit Euro zahlen und haben ihn Forinten wiederbekommen. Ja, gute Erfahrung. DM in Ungarn. Im Internet stand, endlich können auch wieder Veganer genüsslich schlemmen. Wahrscheinlich nicht halten. Ist echt dicht gemacht. Und im Internet war das noch empfohlen, ne? Für Veganer, hier kann man gut essen und endlich was Veganes hier in Kästelei oder wie das heißt. Und halt wieder zu, eigentlich wieder typisch, ne? Ja, wieder geschlossen. Ja, wo gehen wir denn jetzt was essen? Muss man selber machen, ne? Geh mal. So, Susi und ich haben uns jetzt hier für 5 Tage am Plattensee so ein kleines Ferienhäuschen gegönnt. Und wir zeigen euch jetzt einfach mal so ein bisschen was im Schnelldurchlauf, was wir mitgenommen haben und ein bisschen hier von der Hütte. Also hier haben wir jetzt immer noch gekauft, ein bisschen Bananen, Äpfel haben wir gepflückt, Kartoffeln. Hier zu Hause haben wir noch Sauerkraut gemacht, das sind eingelegte Zucchinis und das ist selbstgemachter Sauerkraut aus Weißkohl, Avocados. Wir haben einen Mixer mitgenommen, hier Vitamix, so ein paar Pulver, unter anderem Hanfmehl. Hanfsamen, Moringa, Blattpulver, so, und dann haben wir hier so eine kleine Küche, kann man ein bisschen zaubern. Hier haben wir auch noch so eine Essenskiste mit Gewürzen. Laptops haben wir natürlich dabei. Die Susi holt gerade noch so ein paar Sachen aus dem Auto, wie Jacken, Klamotten. Guckt euch das mal an, hier haben wir einen Feigenbaum, ja. Man sieht sie schon verdorrt, aber hier kommt noch eine Frische, die könnte bald reif sein. Hier, die müsste, sollen wir mal gucken, schau mal. Oh, das ist wieder windig, ne? Ja. Hier. Na. Echt irre. Ich habe einfach mal ein Keyboard mitgebracht. Dafür ist für musikalische Unterhaltung dann gesorgt, ne? Hier. Ja, wir sind damals also sicher und gut in Ungarn, hier in der Nähe vom Balaton, gelandet. Mhm. Und wir hatten echt Glück gehabt, weil wir haben ein Ferienhaus gefunden, auch eher durch Zufall, ne? Ja. Und sind auf einen sehr netten Vermieter getroffen. Ja, der hat uns bis jetzt wirklich sehr viel weitergeholfen. Welche Regionen sind gut zu bewohnen? Wo sollte man sich eher fern von halten? Auf was sollte man achten beim Häuserkauf oder bei der Besichtigung? Echt super. Ganz wichtig. Ich meine, das kann man auch im Internet nachschlagen, aber es ist immer besser, wenn man jemanden kennt oder wenn man auf jemanden trifft, der eben selber die Erfahrung gemacht hat, der einem aus erster Hand erzählen kann. Einen Einheimischen. Ne? Genau, einen Einheimischen, der wirklich Ahnung hat, ja. Ne, und Erfahrung hat. Ja, ja, hier und da konnte uns auch mal so ein bisschen dolmetschen. Ne? Also wenn wir jemanden hatten, der praktisch nur Ungarisch gesprochen hat, der uns einfach auch was übersetzen können. Das ist natürlich auch von Vorteil. Ja, ja. Das ist echt super. Und jetzt stehen wir hier gerade an der Südseite mit Blick auf dem Balaton und wir waren ja gestern bei einem Makler, die haben ja auch ihre Region, ne? Und er meinte, er ist eher für die nördliche Region zuständig. Hier gibt es Makler, die sind für die südliche Region zuständig, aber er mag den Süden nicht, er mag eigentlich nur den Norden. Und das Schönste an der Südseite vom Balaton ist, dass man eben den Blick auf die Nordseite hat. Ja, okay, und was ist damals noch passiert? Ja, wir haben, dieses vegane Restaurant hatte eben geschlossen gehabt, wie ihr schon gesehen habt. Und da haben wir selber was eingekauft. Und haben uns dann was Leckeres zu essen zubereitet. Ja, muss sagen, also jetzt ist ja hier natürlich schon die Saison vorbei. Also auch wenn wir das erste Mal jetzt schon hier waren, es geht glaube ich bis Ende August oder manchmal bis September. Das sieht man hier auch. Also im Sommer scheinen die ganzen Läden und Restaurants ja alle aufzuhaben. In der Nebensaison oder nach der Saison eigentlich nicht mehr. Ne? Also ja. Ja. Hier ist sonst in der Hauptsaison wahrscheinlich viel los. Ja, wir haben uns dann was zu essen gekauft. Wir haben gesehen, es gibt hier Aldi, es gibt DM, es gibt Penny, es gibt Lidl, es gibt Obi, es gibt eigentlich alles, was es in Deutschland gibt und die Preise sind alle ziemlich ähnlich. DM ist ein bisschen teurer, auch Aldi, was die Bioprodukte anbelangt, ist es ein bisschen teurer. Sonst ist es natürlich günstiger insgesamt eher in Ungarn und zum Thema Bio ist es zwar nicht alles als Bio gelabelt, aber auch die Einheimischen sagen einem immer wieder, dass die hier wohl
sehr viel Wert auf die Landwirtschaft legen, genau, und auf die nachhaltig größtenteils, und Thema Nachhaltigkeit wird hier einfach besser behandelt als zum Beispiel in Spanien, wo wir ja auch dieses Jahr viel unterwegs waren, wo einfach viel mehr Müll rumliegt und wo die alle möglichen Pestizide auf die Äcker geben. Oh, Frühstückszeit. Es gibt leckeren Bananenkakao mit Hanfmehl und Moringa-Pulver. Und das ist destilliertes Wasser, das haben wir von zu Hause mitgebracht. 15 Liter. Oder Susi, willst du das machen? Okay, noch ein bisschen. Ja. So. Und jetzt wird gemixt. Das ist schon super, wenn man seinen eigenen Mixer von zu Hause mitbringen kann. Zack, in den Strom. Und dann war es das schon. Ja, ich habe gerade ein paar Impressionen erhalten von diesem schönen Ferienhäuschen, ja, in dem wir uns sehr wohl gefühlt haben. Jetzt sind wir einen Monat später auch wieder in einem Ferienhäuschen vom gleichen Vermieter, aber ein anderes. Der hat wohl zwei Stück oder so und das ist ein bisschen wärmer. Das heißt, jetzt Ende Oktober kann man da auch noch gut drin leben. Und was uns aufgefallen ist, ist, dass hier gerade die Mietpreise sehr günstig sind. Das heißt, wir haben 12 Euro pro Nacht gezahlt in einem super angenehmen, ruhig gelegenen Ferienhaus. Ne, wenn ich mal überlege, so gerade in den größeren Städten oder generell, wenn man sich so ein Hotel anmietet, ist es viel teurer, es ist Krach, es ist an der Straße gelegen, wo viel Lärm ist, wo die Luft nicht so gut ist, wo viel Elektrosmog ist. Und das ist das Tolle an so einem Ferienhaus. Dann kostet es nur 12 Euro die Nacht. Also ja, man muss sich auch vor allen Dingen nicht unterordnen, so jetzt seid leise oder so, nach 12 keine Musik mehr. Also wir können tun und lassen, was wir wollen in unserem kleinen Ferienhäuschen. Ja. Na, das ist echt toll. Das ist angenehm. Und das wäre auch so das, der Vorteil Nummer eins, Thema Nummer eins hier, Vorteile an Ungarn gegenüber Deutschland oder anderen Ländern. Es ist sehr günstig. Das heißt, man findet hier sehr günstige Hotels. Wie gesagt, die Ernährung ist günstiger. Zum Beispiel auch Krankenversicherung. Mhm. Ja. Also die liegt so zwischen 22 und 27 Euro. Ja. Hat gestern ein Makler zu uns gemeint. Also, oder auch unser Vermieter. Das ist schon deutlich günstiger natürlich als in Deutschland. Also gerade wenn man selbstständig ist, da kannst du ein Lied von singen. Kostet das schon ziemlich viel in Deutschland. Also wenn man eigentlich nicht zum Arzt geht, steht in keinem Verhältnis. Ja, es ist wirklich gerade die Krankenversicherung. Das ist auch einer der Gründe, warum ich nach was anderem Ausschau halte als Deutschland. Die Krankenversicherung hier in Ungarn ist wesentlich günstiger als in Deutschland. Als Nicht-Selbstständiger bekommt man das ja gar nicht so mit, ne? Weil eben die ganzen Nebenkosten, was man so zu zahlen hat, da hat man ja meistens nicht so Einblick drauf. Aber ich als Selbstständiger kann sagen, ich bezahle über 270 Euro jeden Monat an die Krankenversicherung. Und das auch nur, weil ich Geringverdiener bin. Mhm. Ja, das heißt, die Selbstständigen, die über 1500 Euro im Monat verdienen, die werden mal locker mit 450 Euro eingestuft pro Monat, die mal eben eine Krankenversicherung zahlen müssen. Vor allem, es wird ja letztendlich auch vieles nicht bezahlt. Also Heilpraktiker oder so Sachen, was du eigentlich, wenn du einen Anspruch nehmen würdest, ist dann halt nicht mit drin. Ja, auch Steuern. Ne? Also Steuern sind viel günstiger, aber das Hauptthema hier, was ist viel günstiger, das sind die Häuser, die Immobilien, die Grundstücke. Also was kostet ein Haus für eine Familie in einem guten Zustand mit großem Grundstück, sagen wir 5000 Quadratmeter Grundstück, wo man wirklich Platz hat, wo man seine Ruhe hat und ein Haus, was gut erhalten ist, was bezahlt man hier? Es ist unterschiedlich natürlich, in welchem Zustand das Haus ist. Also ab 20.000 kriegt man schon ein ordentliches, 18.000, 20.000 kriegt man ein ordentliches Haus mit großem Grundstück. Muss man natürlich einiges vielleicht noch selber machen. In richtig gutem Zustand, wo man vielleicht nicht mehr so viel machen muss oder eigentlich gar nichts, auch so voll eingerichtet. Das ist hier auch Standard, dass man Häuser kriegt, die sind voll möbliert. Klar, nicht immer nach einem eigenen Geschmack, ne, aber man hat zumindest Möbel drin. 30.000, 30.000, 40.000 kriegt man durchaus ein sehr ordentliches Haus, wo man in Deutschland das Doppelte, wenn nicht sogar das Dreifache, Vierfache bezahlt. Ja. Vor allem gerade mit dem Grundstück, man darf selber noch einen großen Teil, ich glaube bis zu 10, 15 Prozent, es kommt mal drauf an, ob Innen- oder Außenbezirk, wurde uns gestern erklärt vom Immobilienmakler,
kann man das nochmal bebauen. Also ohne eine Baugenehmigung einholen zu müssen. In Deutschland ist das ziemlich, ziemlich hart. Also selbst wenn man nur einen Schuppen anbauen möchte, muss man da schon eine Baugenehmigung einholen. Das wird vielleicht nicht genehmigt etc. Man hat ziemlich viel Rennerei. Das muss man hier nicht unbedingt. Also man kann einfach seinen Schuppen oder Nebengebäude darf man anbauen. Ja, und da sind wir dann bei Punkt 2. Ja, das ganze Thema Bürokratie, Baugenehmigung, ich sage mal, zu Ämtern gehen, das ist hier viel entspannter als in Deutschland. Das haben wir jetzt schon von mehreren Leuten, von mehreren Einheimischen, von Maklern und anderen Leuten gehört, die hierhin ausgewandert sind. Also man muss nicht wegen einem kleinen Gartenhäuschen, was man sich in den Garten setzen will, muss man nicht direkt zum Amt rennen, ne, was in Deutschland schnell und gerne der Fall ist, sondern hier in Ungarn ist das eben viel lockerer. Ne? Ja. Also gerade das Thema hier Nebengebäude, das ist eigentlich Standard. Ne? Also wie gesagt, hier gibt es in Ungarn sehr viele Einfamilienhäuser mit großem Grundstück, wo dann eben auch ein oder mehrere Nebengebäude drauf sind. Ja, manche nicht mehr so gut im Zustand, aber das kann man ja immer wieder neu aufbauen. Mindestens ein Nebengebäude ist auf jedem Grundstück. Also wir haben einige gesehen, da sind wirklich 2 oder 3 Nebengebäude, die kann man ausbauen nochmal zu einem Ferienwohnung, ne? Also da kann man nochmal zum Gästehaus untervermieten oder Familie, Freunde einladen. Hm. Das ist durchaus gang und gäbe hier. Und gerade was das Thema mit meiner Tochter anbelangt, viele werden jetzt vielleicht schon im Kopf haben, aber du hast doch eine Tochter in Deutschland. Was ist da mit der? Also erstmal habe ich ja nicht gesagt, dass ich jetzt zu 100% nach Ungarn auswandern werde. Es sind erstmal bei mir oder bei uns Gedanken, dass wir hier einen Zweitwohnsitz uns anschaffen möchten. Aber meine Tochter kann jederzeit hier auch wohnen und das ist natürlich dann auch erleichtert, weil durch diese Nebengebäude man ja auch wirklich dann nochmal einen zweiten Wohnplatz errichten kann. Und man kann auch die sogenannten Tiny Houses, wenn die auf Rädern sind, ohne Probleme aufs Grundstück stellen. Und wir haben gestern noch gehört, zum Beispiel pauschal 50 Quadratmeter Holzhütte kann man immer bauen. Da muss man nicht zum Amt gehen. Das kann man sich immer einfach mal so in den Garten setzen. Und wie man das innen ausstattet, das interessiert keinen. Ne? Nee, auch so ein Anbau, also so ein Wintergarten oder so, muss man nicht irgendwie extra genehmigen lassen. Man macht es einfach und kostet wohl nicht viel, so an die 5.000 Euro. Ne? Ja, hat uns der Makler gesagt, ne? Langjährige Erfahrung, kann ich euch sagen, kostet 5.000 Euro, ungefähr 15 Quadratmeter. Genau, 15 bis 20 Quadratmeter. Das heißt, wer jetzt, sag ich mal, ein Haus von 70 Quadratmetern kauft, der sagt, ja, ich will aber schon 85 Quadratmeter haben, dann kann sich einfach mal für 5.000 Euro noch einen Anbau kaufen. Ne? Mhm. Ja. Und man muss sagen, das ist uns aufgefallen, die Bausubstanz oder die Baumaterialien, die hier verwendet werden in Ungarn, die unterscheiden sich nochmal maßgeblich von denen, die auf jeden Fall heute in Deutschland und in vielen anderen Ländern eingesetzt werden. Ja. Wir haben viele Lehmhäuser gesehen. Also immer wieder wird gesagt, das ist übrigens ein Lehmhaus. Und es wird immer wieder betont, dass das, wir wissen das natürlich, weil wir uns sehr mit dem Thema befasst haben und schon viele Lehmhäuser gesehen haben hier auf der Welt. Das ist im Sommer sehr kühl. Ja, also schwitzt man nicht so und im Winter muss man kaum heizen. Mhm. Die sind teilweise einen Meter dick, die Wände. Und Lehm, es kommt aus der Natur, es geht wie die Natur. Das heißt, das ist eine sehr nachhaltige Art und Weise zu bauen. Und das finde ich halt schade, dass das in Deutschland so überhaupt nicht der Standard ist, beziehungsweise du Probleme hast, wenn du sowas bauen willst. Die neueren Bauten. Also, weil sowas nicht genehmigt wird. Ja. Ne? Und das ist das Tolle, dass das in Ungarn eben alles kein Problem ist. Ne? Ja. Thema Baugenehmigung, Bausubstanz. Und generell, was die Ämter anbelangt. Genau, also die ganze Bürokratie. Man muss dazu sagen, wenn man sich jetzt hier dafür entscheidet, in Ungarn ein Haus zu kaufen, zum Beispiel über einen Makler, dann wird vom Makler ziemlich viel übernommen. Also diese ganzen Ämtsgänge, Notar und so, da kümmert er sich drum. Hm. Umschreibung, dass man hier einen Wohnschein bekommt. Hm. Da muss man natürlich drauf achten, haben wir gestern auch den Tipp bekommen von unserem Vermieter, der sehr freundlich ist und uns viel weiterhilft. Muss drauf achten, ob man ein Ferienhaus kauft oder ein richtiges Haus. Weil Ferienhaus bekommt man keinen Wohnschein. Hm. Also da kann man nicht das Ganze überwohnen. Man sollte schon ein ordentliches Wohnhaus kaufen, wo man auch diesen Wohnschein bekommt. Ja. Dass man, also das ist zwar in den meisten Fällen der Fall, aber sollte schon darauf achten. Ne? Nicht, jederzeit dass man dann hier nach Ungarn kann. Ja. Ne? Das ist dauerhaft wohnen kann. Ja. Thank you.
besser. Der Lado. Der Lado wieder. Mhm. Viel zu verkaufen hier im Ort, ne? Fahr mal lieber links. Okay. Ja. Ich würde hier hinten nochmal hinfahren, weil da gut. Auch noch Häuser sind. Alles klar, hier ist es gut. Was geht denn da ab? Was macht ihr denn da? Die haben sich irgendwie verhakt. Die Hunde haben sich verhakt. Ich glaub's ja nicht. Warte mal. Ja, die haben sich irgendwie verfusselt. Oh Gott. Kannst du die mal bitte enthaken? Da läuft der nächste rum. Ich hab noch nie so was Witziges gesessen da. Da läuft der nächste rum? Ja. Boah, der ist besoffen. Was ist denn mit den Hunden? Was ist denn mit den Hunden hier los? Lecker, wir haben hier frischen Traubensaft bekommen. Selbstgemacht, ja. In den Weinbergen. Lecker. Mm, ja. Willkommen im ungarischen Apfelparadies. Ja, ist wirklich alles voll. Da sind auch noch ganz viele andere Äpfelbäume. Also da liegen die Äpfel auf dem Boden. So viel kann man gar nicht ins Auto reinpacken. Ja, das Thema Selbstversorgung in Ungarn. Selbstversorgung ist auch wirklich ein ganz großes Thema, weil ich denke, dafür ist Ungarn sehr gut geeignet. Wir haben jetzt schon wieder diese herrliche Sonne. Es scheint hier einfach viel mehr die Sonne und es regnet trotzdem genug, sodass man hier wirklich gut vom Klima Pflanzen anbauen kann, Obst, Gemüse anpflanzen kann. Und verglichen mit Deutschland ist das, denke ich mal, um einiges einfacher. Auch weil man in der Regel Grundstücke bekommt, die viel größer sind als in Deutschland, ja? Und viel günstiger. Und wir haben ja jetzt einige Häuser und Grundstücke gesehen, die vor kurzem auch noch bewohnt waren und haben gesehen, wie die Leute dort gelebt haben. Und das ist wirklich erstaunlich, ne? Also man muss auch wirklich sagen, also nochmal ein Pluspunkt für hier ist, es regnet nicht zu viel, aber dennoch ist genug Regen da. Jeder hat auch noch einen Brunnen, um genug Wasser zu speichern. Zum Beispiel Spanien, Portugal, da ist ja im Sommer furztrocken, wenn man da kein Wasser hat. Das ist dann hat man wirklich schlechte Chancen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und wir haben ja gesehen, dass fast jedes Grundstück oder sagen wir mal 80% der Grundstücke, da steht ein Brunnen drauf. Ja? Also an Wasser ist da wirklich gut zu kommen. Und das ist, in Deutschland sehe ich das selten, dass man auf dem Grundstück ein Brunnen steht oder ein Erdkeller. Ja? Wirklich einen ganz tollen Erdkeller, den man ja eigentlich ganz natürlich als Kühlschrank, als Lagerstätte benutzen kann. Was haben wir noch gesehen? Viele haben Weinreben auf ihrem Grundstück stehen, einen Garten, den sie bewirtschaftet haben. Wir sind natürlich jetzt hier auf einem konventionellen Acker. Ja. Aber viele, die in Ungarn leben, viele Leute, die eben relativ natürlich wirtschaften. Und überall wirklich der typische Walnussbaum. Also es waren, glaube ich, nur 3 oder 4 Grundstücke von mittlerweile fast 40 Grundstücken, die wir uns angeschaut haben, wo ein Walnussbaum drauf ist. Oder Äpfel, Birnen, Kirschen, also Obstbäume sind hier wirklich gang und gäbe. Es ist selten mal, dass man ein Grundstück findet, wo nichts drauf ist. Ja, also wirklich die Leute, man merkt das einfach, die leben hier teilweise wie unsere Großeltern noch. Mhm, und ja, da muss ich einfach, wenn man das noch kennt. Und ich finde einfach dieses Image, das muss sich einfach mal ändern. Das ist eben, das ist nicht altbacken. Ein Mann, der in der Küche steht und Weißkohl zu Sauerkraut verarbeitet, ist ein richtiger Mann. Und eine Frau, die mit Gummistiefeln im Garten steht und dort den Kürbis rausholt, die ist sexy. Und das ist eben genau die Sache. Selbstversorgung, Rohkost, Pflanzenernährung ist cool, ist sexy und das muss einfach mal wieder einen anderen Ruf bekommen. Und dafür ist Ungarn, denke ich mal, perfekt geeignet. Ja. Oder? Ja. Ja, wir schauen uns noch ein paar Sachen hier an und ihr erhaltet natürlich noch einige Impressionen. Viel Spaß dabei. Zeit, wo die leckeren Walnüsse von den Bäumen kommen. Legt euch ein Bild davor. Fette. Nehmen wir mit. Fast November und du findest noch reife Brombeeren, ne? Super.
erstmal einen Wildkräutersmoothie. Hier sind Brennnesseln, Labkraut, Gundermann und ein bisschen Löwenzahn. Das kommt jetzt hier rein. Ja, guten Morgen. Komm, steht mal auf, kriegst einen Drink in die Hand gedrückt und wird noch gefilmt. Ja, Service. Ja, sind diverse Giftpflanzen drin. Oh Mann, ey. So, es ist sehr windig hier heute, aber trotz Wettervorhersage eigentlich sehr gutes sonniges Wetter hier Ende Oktober in Ungarn. An der Stelle endet der erste Teil. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bleibt auf jeden Fall dran und wachsam. Bald wird nämlich der zweite Teil hier erscheinen auf dem Kanal Raw Future. Wer noch nicht abonniert habt, nutzt die Funktion, drückt den Abonnieren-Button, schaut auch mal in der Videobeschreibung nach. Dazu gibt es auch noch einige nützliche Links. Über eine positive Bewertung würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Und wer Raw Future unterstützen möchte, kann dies tun. Wie gesagt, Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Video. Alles Gute. Bis bald. Bis bald. Tja, was haben wir denn hier? Kreidezeichnung. Ja, danke. Du musst aufpassen mit dem Gelände, das ist ja ein bisschen kaputt. Okay. Also wie, Badewanne? Na gut, ich kann die Beine. Ja, hab ich doch gesagt. Also nehmen wir, ne? Aber nur die Wanne. So, wenn man gar nicht mehr weiter weiß, ne? Aber hab ich doch gesagt, da ist Norden. Hat mir mein Gefühl gesagt, obwohl die Sonne eben irgendwann mal da untergegangen ist. Direkt am Meer. Wunderschöner Ausblick. Mal da. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier einen leckeren grünen Smoothie machen wollen, dann müssen wir nach einer Steckdose fragen, ja. Ja, bevor wir auf die Idee kommen, Strom zu klauen. Passt zum Kleid, ne, der Vitamix? Ja, das passt perfekt. Du kannst den ganzen Tag so rumrennen. Ja. Sollen wir einfach mal hier bei dem Hotel fragen? Ja, fragen jetzt einfach mal. Warum nicht?